Hugo schon ganz lecker. Gut. Und dann mal anmoderiert. Hallöchen, Freunde. Willkommen zurück zum Second Reality Projekt hier in der letzten Welt. Und da haben wir gleich mal ab. Hä? Und ich weiß noch nicht, ob es die letzte ist. Wahrscheinlich nicht. Bin mir ziemlich sicher nicht. Ich habe nämlich gesehen, dass der noch ziemlich weit weitergeht. Also gehen wir mal ganz brav zurück. Ich weiß jetzt nämlich, wo der Secret Exit bei diesem anderen blöden Röhrenlevel ist, wo man einfach nichts gefunden hat. Und glaubt mir, das hätten wir auch so schnell nicht gefunden, weil das ist ziemlich bescheuert. Ich zeige euch das. Dafür hole ich mir jetzt erstmal noch eine Feder, weil wir nur noch ein Leben haben und ich echt nichts verschwenden möchte, weil wir sonst 3, 4 Level, die wir schon geschafft haben, die ziemlich blöd waren, nochmal spielen müssten. Und weil die Feder uns auch sehr gut weiterhilft, da jetzt den Secret Exit zu finden. Deswegen machen wir das jetzt immer ganz in Ruhe. Und nehmen das alles mit, was ich da noch gerne hätte. Einmal gegeben, genommen oder so schön. Blip, blip. Gut. Dann gehen wir da mal rüber. Gut, ja, das Röhrenlevel war ja das hier drüben. Das hier, da haben wir noch einen Secret Exit, der noch fehlt. Die Lost Pipeline. Normal Exit hat ja einfach nur im Kreis geführt. Klassisches Waldding hier. So, bevor wir anfangen, nehme ich mal den hier mit. Halleluja. Es ist ein Leben. Dann gehen wir auch nicht Game Over. Deswegen die Feder. Und dann schauen wir mal. So. Einmal rein, ja, ja, wir streamen heute ja jetzt gerade am Samstag, der letzte Stream war gestern am Freitag, also mal so 2 Tage hintereinander streamen, ist auch mal ganz schön, wenn ich die Zeit dafür finde. Und ihr werdet jetzt halt auch gleich sehen, wo hier das Problem letztendlich lag und das wird halt ziemlich doof sein, warum wir das nicht finden konnten, weil normalerweise wird man ja denken, hier an irgendeiner Röhre an der Ecke oder so muss man halt durch. Der Trick bei diesem Level ist ja, dass es hier 2 Räume gibt, die exakt gleich aussehen, den Haupt- und den Nebenraum. Den Hauptraum erkennt man daran, dass hier in diesem Block ein Power-Up ist und keine Münze. Und wenn man in diesem Raum ist, muss man durch eine spezielle Röhre durch. Und zwar durch diese gelbe hier. Durch keine andere. Durch jede andere, durch die man durchgehen würde, wenn man in den Nebenraum kommt und könnte dann den Secret Exit nicht mehr holen. Dann muss man hier durchgehen. Kommt dann hier raus. Nimmt hier diese extra Röhre. Und dann ist hier der Secret Exit. Hätte ich eine andere Röhre genommen, wäre der Secret Exit nicht mehr holbar gewesen. Und man hätte fast alle anderen Röhren nehmen können. Und das ist richtig bescheuert. Deswegen haben wir hier so lange gesucht. So, dann können wir weitermachen. Richtig blöd. Also der hat sich bestimmt gedacht, war eine schöne Level-Idee, aber war halt in der Umsetzung eher meh. Och nein, nicht sowas. Bitte nicht sowas. Was ist denn das da im Hintergrund für ein UFO? Seht ihr das? Komisch. Das kommt doch bestimmt noch näher. Das ist bestimmt so storyrelevant und killt uns dann irgendwie am Ende. Oder ist der Boss oder sowas? Na, wobei, Bosse hat er ja so nicht wirklich Custom-Bosse. Das sind ja alles die Koopa-Kids gewesen. Bloß mit ein paar mehr Hindernissen in den Räumen, wo die sind. Also rechne ich nicht mit irgendwelchen Custom-Bossen jetzt in irgendwelchen Seitenleveln. Aber was soll's. Schauen wir mal, ne? Ist eigentlich ganz nett so. Fahren wir einfach mal eine Runde. So ist das nett. So ist das nett. Einmal gedrückt. Oh, oh, oh. Das war wieder der Moment, wo ich mir gedacht habe, eigentlich hätte ich das besser lösen können, aber habe ich nicht. Verflixt! Und hi, Tendo, schön, dass du da bist. Danke fürs Follow. Das habe ich gerade elegant gelöst. Ich hole mir jetzt nochmal schnell eine Feder und das Leben, weil ich möchte, wie gesagt, A, keine Safe-Stats zwischen den Leveln machen. Und, B, haben wir jetzt halt gerade jetzt sogar 5 Level, glaube ich, geschafft, die ich halt alle nochmal spielen müsste. Und die sind halt teilweise jetzt echt ein bisschen blöd. Das hier war gerade halt einfach blöd von mir, weil ich halt die Rennen-Taste gedrückt gehalten habe. Aber was soll's. Ich hole mir jetzt hier mal ganz entspannt das Leben in dem einen Ding hier noch. So hier, Dankeschön. Und dann machen wir das. Ja, man kann nicht sneaky folgen. Mrs. Krabs, die kriegt das mit. Die kriegt nämlich ein schönes Hallöle vom alten Mr. Jenkins zugewunken. Ist doch heutzutage so Standard, oder? Dass irgendwie jeder Streamer irgendwas zum Einblenden hat. Du kannst ja auch nicht getrost abonnieren mit Twitch Prime oder sowas. Das kriege ich auch mit. Also hier geht gar nichts. Wir haben ja absoluten Überwachungsstaat installiert. Tut mir auch leid, aber manchmal muss das sein. So, dann fahren wir hier mal die, die 3 schön geschwungenen ja, Bällchen entlang. Und ja, sammeln die Yoshi-Coin, danke. So, diesmal einfach nicht den Rennenknopf gedrückt halten. Ich stelle mich heute aber auch ganz schön an. Na, was soll's, was soll's. Danke, tschüss. ja, ich muss auch erstmal wieder reinkommen heute. Ist auch nicht so mein Tag. Und danke fürs Hosten, Sven. Definitiv, sehr nett. Das Howdy Mrs. K ist recht human, ja. Es gibt da sehr andere Sachen. Ich, möchte auch später nochmal aufrüsten mit dem ganzen Zeug, was wir hier haben. Wenn man subscribt, dann kommt ja Aang mit seinem komischen Bällchentrick hier, wie er das kleine Rad mit Wasser macht. Na, dann unterstützen wir den Schwachsinn. Spenden sind über Nebby aus Pokémon abgehandelt und alles andere ist auch ganz schön.
Aber das passiert ja nicht so oft und ich bitte auch niemanden jetzt hier, ja, spendet mir mal Geld, ich bin armer Student, ne, wenn ihr mir jetzt kein Geld gibt, dann weine ich. Nee. Gibt ja auch solche Streamer, denen irgendwie alle drei Sätze erwähnen, dass sie gerne mal Geld hätten. Nee, dafür mache ich das jetzt hier nicht. Ich kann, glaube ich, mit einem technischen Studiengang vielleicht später doch mal Geld verdienen, ich hoffe es. Aber muss jetzt hier nicht so sein. Ja. Sub bei mir, alles gut, ja. Erinnert euch noch alle an Sub for Sub und so ein Spaß auf YouTube, das waren Zeiten. Das macht ja heute auch keiner mehr, um sowas betteln. Das geht ja auch gar nicht mehr so, wie das früher war. Du hast demnächst frei, ja, dann kannst du gerne mal vorbeikommen, habe ich kein Problem mit. So, und jetzt hier Rennen losgelassen, ja, schön. Wenn man da mal ein bisschen aufpasst, geht das auch so hier gedrückt. Ich weiß nicht, solche Level machen mich auch immer nervöser, als sie eigentlich sollten. Ich meine, hier mal so kurz gegendrücken, ist jetzt nicht so das Problem. Das war im normalen Mario World ja auch oft so das Konzept von dem Level. Das Level hier ist auch vergleichsweise... ja. Ich wollte einfach sagen, aber das war jetzt irgendwie nicht so gut von mir. Ich sollte vielleicht irgendwie mal so 5 Leben holen, da muss ich nicht jedes Mal hier rüber rennen. Ich denke, das machen wir jetzt. Einfach mal. Kurz die Feder und dann... Ich glaube, das wäre auch ohne Feder einfacher. Einfach nur, weil ich mit der Feder immer so gleite und dann dieses Rädchen da weg ist, auf dem ich fahren soll. Ich stelle mich auch gerade an wie der letzte Leugi. Ja. Kommentieren, abonnieren und liken. Ja, das ist auch schon älter. Das ist, glaube ich, nicht mehr so, ne? Kommentieren, abonnieren und liken. Ich meine, ich sage das aus Joke manchmal noch, aber ich kenne niemanden, der das noch wirklich sagt. Das ist so mit Herr Tutorial gestorben, glaube ich. Das macht man nicht mehr. Kann das sein? Geh mir da... Na, grazil. Moment. So, jetzt aber. Ich glaube, das gibt's nicht mehr so. Das ist, glaube ich, nicht mehr der Standard. Der Standard heutzutage ist eher so, ey, rate mal meinen Stream, ich brauche mehr Viewer, Digga. Ja. Und dann raiden die den Stream mit 50 Leuten und dann freuen die sich alle. Und dann sagen sie, Digga, krass, hast du bei Fortnite einen Headshot gelandet? Krass, Digga. Und dann freuen sich alle. Wer soll noch aktiv sein, Herr Tutorial? Ich glaube nicht. YouTube stirbt, ja, gut, das... So, ob YouTube stirbt, würde ich gar nicht mal behaupten. Das kommt vielen wahrscheinlich einfach nur so vor, weil halt die Leute, die man selbst noch kennt, weil man halt schon länger dabei ist, hören zum Teil auf. Es gibt aber richtig viele neue mit Millionen Abonnenten, die, von denen ich noch nicht ein Wort gehört habe und die haben über 1 Million Abonnenten. Ich frage mich, was zum Teufel ist das? Aber YouTube stirbt nicht, es wandelt sich bloß, ist meine Erfahrung. Und das ist ja auch normal und okay. Ich meine, es gibt auch viele neue Junge, neue Ältere und so weiter. Das ist alles ganz gut. Es ist halt bloß so, dass genau die alten Größen, von denen man halt viel gehört hat und so weiter, halt nichts mehr so wirklich machen oder auf andere Plattformen wechseln und so weiter. Auf die Glocke drücken ist ja heutzutage so die Norm, aber das würde ich euch sogar auch sehr ans Herz legen, wenn ihr mir bei YouTube mal alle auf die Glocke drücken wollt, ne? Ich mag's, wenn man an meinen Glocken rumdrückt, aber auch wenn wir das mal außer Acht lassen, dann wäre es ganz schön, weil ich habe das Gefühl, dass man halt viele Videos auch von mir nicht mehr in der Subbox sieht, wenn man halt nicht auf die Glocke gedrückt hat. Und mit der Glocke kriegt man wenigstens eine Notification. Und das ist heutzutage echt dankbar, weil das war mal eine Selbstverständlichkeit, dass ihr meine Videos einfach in eurer Box seht, aber das ist nicht mehr so. Also ich habe halt gedacht, wenn man jemanden subscribt, dann sieht man auch alle Videos, aber nee. Das mit der Glocke ist halt wirklich sinnvoll, im Gegensatz zu den ganzen anderen Schmarrn. Also die Glocke ist eine recht dankbare Funktion, wobei auch die Glocke inzwischen nicht mehr so gut funktioniert, habe ich gehört. Da haben einige Leute auch echt Probleme mit der Glocke, aber ich weiß nicht, bei mir hat das, glaube ich, immer noch ganz gut funktioniert. Wobei man dazu halt auch sagen muss, man merkt es ja nicht, wenn einem ein Video nicht angezeigt wird, bis irgendwer anders einen ja darauf hinweist, dass einem ein Video nicht angezeigt wurde. Weil, wie will ich merken, dass mir ein Video nicht angezeigt wurde, wenn ich nicht weiß, dass da ein Video existiert hat, weil es mir hätte angezeigt werden sollen? Das hier ist mit Feder recht dankbar. Das ist ohne Feder, glaube ich, ziemlich schäbig. Ja, yep. Midway Point, schön. Jetzt haben wir hier noch eine Feder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, haha, das ist aber schön, dass ich eine Glocke bei dir habe. Das freut mich auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ob mein Content jetzt so super bereichernd ist, aber ich denke, mein Civ-Content ist schon recht informiert. Scheiße, der Tumor im Hintergrund wird größer. Hat er gerade geblinzelt? Können wir hier mal kurz stehen bleiben? Ich will das mal... Nee, das kam mir bloß so vor. Ich dachte schon, das Fieder im Hintergrund hat geblinzelt, aber nee. Lucky, du kriegst da auch einen halben Schlaganfall, wenn ich ihn aus der Röhre rauslümmel. Tut mir echt leid. Kann das mal hier irgendwie... Danke, mit hochscrollen. Ich würde auch gern sehen, was ich hier treibe. Das ist halt auch recht dankbar. Das Ding da im Hintergrund macht mich irgendwie nervös. Was auch immer das jetzt soll. Sieht bedrohlich aus. Ist das zufällig diese Maschine, die Bowser da aktiviert haben will? Das hier ist ohne Feder bestimmt richtig nervig. Sind aber... Oh, oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, ich bin tot. Verflixt! Ja.
das ist jetzt ein bisschen lästig gewesen, ne? Aber auch nur ein bisschen. Könnt ihr auch wieder einführen, dass ich jedes Mal einen trinken muss, wenn ich sterbe. Dann haben wir wenigstens alle was davon. Nehmen wir nochmal die andere Feder mit. Aber solange das halt so ist, mit dem Runterfallen kriegt man hier auch jedes Mal eine neue Feder. Also ist das ja nicht so schlimm. Die Mana-Festung aus Secret of Mana, das kann gut sein. Habe ich jetzt nicht so im Kopf, Secret of Mana, muss ich ehrlich sagen. Aber muss man halt schauen. Ja, es, Twitch ist auf jeden Fall, wenn du Geld verdienen willst, sinniger als YouTube heutzutage. Das kann man schon sagen. Aber ich mache es ja nicht fürs Geld. Ich mache es halt einfach nur dafür, da wo ich die Leute besser erreichen kann und wo es halt auch mehr Spaß macht. Twitch mache ich halt sehr gerne dafür, weil ich halt mit euch dann direkt reden kann, während ihr hier seid. Ich sehe alles, was ihr schreibt. Ich meine, tue ich auf YouTube auch. Auf YouTube freue ich mich auch über jeden Kommentar. Aber die Kommentarsektion in YouTube ist relativ tot bei kleineren YouTubern wie bei mir. Und ihr schreibt halt auf YouTube nicht sonderlich viel in die Kommentare. Und das ärgert mich halt ein bisschen, weil ich halt auch gerne mit euch über das reden würde, was wir machen. Und halt auch ein bisschen Feedback gerne hätte. Damit ich halt weiß, was ich beim nächsten Mal anders machen könnte, was euch noch besser gefallen hätte. Damit wir da auch was machen können. Und bei Twitch habe ich halt immer direkt Feedback. Ihr könnt mir auch direkt sagen, was wollen wir heute machen? Worauf habt ihr jetzt keine Lust? Wie wollen wir das jetzt genau aufziehen und so weiter? Und das ist immer sehr, sehr schön auf Twitch. Und das ist auf YouTube das halt gar nicht so möglich. Und deswegen mag ich Twitch ziemlich gerne. Bloß auf Twitch ist halt immer so die Sache, weil es halt live ist, müsst ihr halt auch alle Zeit haben, während wir das machen. Und halt die Tatsache, dass alle gleichzeitig mal Zeit haben, ist auch immer nicht immer gegeben, will ich sagen. Und das dann halt zu schaffen, ist auch nicht schlecht. Ja, nicht werbefreundlich ist auch immer so ein bisschen so eine Sache auf YouTube heutzutage. Das ist sehr, sehr seltsam. Aber ich meine, was soll's. Ich monetarisiere eh nicht mehr, weil du das inzwischen nur noch machen kannst, wenn du mindestens 1000 Abonnenten hast. Und ich habe nur 890, das schön wäre es. 820, 830 oder so. Also wenn ich nicht so ein Raid auf YouTube kriege, mit nochmal 200 Abonnenten, brauche ich auch nicht monetarisieren. Geht auch gerade gar nicht. Was schade ist, weil ich sagen muss, Flying Fortress, jetzt sind wir direkt da, wo wir hin wollten. Weil die Klickzahlen inzwischen ziemlich gut sind auf YouTube, muss ich sagen. Also mit diesen ganzen Civ-Tutorials, da habe ich echt was gemacht, was wirklich scheinbar viele Leute sehen wollen. Da muss ich auch mal wieder mehr machen. Also Civ wollen ja viele von euch wirklich sehen. Das bleibt ja momentan immer ein bisschen aus. Das ist halt bloß die Sache, weil für die Tutorials muss ich mir halt selbst immer so ein bisschen so eine Liste machen. Was sage ich jetzt in welchem Video, damit ich auch keine Punkte vergesse? Etc. etc. Und auch die Let's Plays, da mache ich halt die Parts mindestens eine Stunde lang, weil es halt ein Strategiespiel. Und die Strategie bleibt halt ein bisschen aus, wenn man alle 15 Minuten Pause macht und dann erstmal wieder überlegen muss, ja, wo waren wir denn jetzt und was habe ich letztes Mal nochmal gemacht und so. Das ist immer ein bisschen blöd. Und da muss man halt schauen. Ja, das ist ein bisschen blöd. Genau, und da auf Twitch ist halt hier nicht werbefreundlicher, aber halt allgemein freundlicher mit dem, was du sagen darfst. Das ist richtig. Also Twitch ist da definitiv die freundlichere Plattform, was die meisten Sachen angeht. Aber mit YouTube hast du halt eine viel größere Reichweite, weil deine Videos, die sind dann halt erstmal drauf und dann gucken halt auch viele Leute da mal rein. Oh, was ist denn das jetzt? Schauen wir mal. Also ich erreiche mit YouTube sehr viel mehr Leute als mit Twitch. Weil auf Twitch haben wir dann immer so 10, 12 Zuschauer jeden Stream und das will ich auch gar nicht schlecht reden. Da bin ich auch dankbar um jeden, der auftaucht. Diese Sprünge sind übrigens hier viel zu hoch. Also nicht zu hoch im Sinne von, sind mir zu schwer, sondern halt, dass man hier wirklich immer so hoch, so richtig hoch springen muss. Und dadurch halt nicht wirklich die Zeit hat, hier abzuparsen, was mache ich hier eigentlich. Ah ja, ganz klasse. Ganz klasse. So, jetzt sind wir aber wenigstens oben. Ja, Civ ist gar nicht so kompliziert am Anfang. Und vor allem muss ich bei Civ dazu sagen, wenn du auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden spielst, ich meine, ich versuche immer alles bei mir bei Civ, ziemlich zu optimieren. Aber das musst du gar nicht, um halt auf, was weiß ich, 3 oder 4 zu gewinnen. Das ist relativ einfach. Also das kannst du auch machen, wenn du 1000 Fehler machst. Weil man muss nicht immer alle hier Wissenschaftsfokus richtig hochdrücken und dann nur die Wissenschaftler generieren, keine Händler und dann halt die Universitäten immer besetzen und so weiter. Das ist halt optimal, wenn du das machst oder halt ziemlich gut zumindest, aber es ist keine Pflicht. Du kannst auch so gewinnen. Ich meine, da sieht man an dem Venedig-Spiel auf 6, was ich gerade spiele. 6 ist schon ein recht hoher Schwierigkeitsgrad und ich komme da trotzdem ziemlich gut durch, obwohl das Venedig ist. Also, kann man halt schon sagen, das geht schon ganz gut. So, einmal runter mit dir. So, als kleiner Mario ist das hier ein bisschen lästiger, aber definitiv nicht unmachbar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Secret Exit hier, da rechts unten, wo ich jetzt hier hochgekommen bin, rechts unten an der Seite, wenn man da vorbeigleitet oder so ist. Das sah halt sehr verdächtig aus, da müsste man mal schauen. Aber erst mit einer Feder dann halt, weil ohne Feder will ich da nicht runter. Und wahrscheinlich auch am besten erst, wenn ich es normal geschafft habe und ich Start selecten kann. Ich weiß halt auch gar nicht, ob es hier... Ach! Komm! Ob es hier einen Secret Exit gibt? Ja. Diese Sonnen hier sind ziemlich lästig, weil die einen auch um die Ecke schon so ein bisschen treffen können, wenn du schlecht stehst. Da muss ich vorsichtig sein. Muss ich halt ein bisschen beeilen teilweise. Hopp, so. So, okay. Das hätten wir.
poröse Geräusche von Cuphead. Hehe. ganz toll, ganz toll. Ja, Political Correctness und Gendern und so weiter, das ist alles so eine Debatte von Leuten, die im Leben keine echten Probleme haben in letzter Zeit, habe ich das Gefühl. Political Correctness ist sogar so gesehen relativ gefährlich, muss man sagen, weil halt Themen totgeschwiegen sind, die definitiv adressiert gehören. Einfach weil, das kann man ja heutzutage nicht sagen. Zum Beispiel wurde in einer Polizeitruppe oder Bundeswehrtruppe oder sowas in Amerika, also Bundeswehr heißt das ja dann nicht, dann US Army Truppe, wurden von einem Psychiater, der da gearbeitet hat, der war Islamist, der hatte auch immer schon so ein bisschen komische Tendenzen, aber weil es ja rassistisch wäre anzusprechen, dass er solche Tendenzen hat, hat man es halt sein gelassen und dann hat er halt irgendwann mal eine Waffe gezückt und so Allahu Akbar und dann halt 12 Leute oder so erschossen und das hätte man halt kommen sehen, also der war auch schon verdächtig und so, aber die haben den halt nicht überprüft, weil es ja rassistisch wäre, ihn wegen seiner Ethnie und solcher Tendenzen zu überprüfen. Und da hat Political Correctness 12 Leuten das Leben gekostet und ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist. Also ich finde nicht. Also ich finde, jeder, der solche Tendenzen hat, unabhängig von irgendwas, sollte überprüft werden. Auch wenn es rassistisch ist, das zu sagen. Weil viele Leute finden es ja rassistisch, wenn man gegen Schwarze zum Beispiel was sagt. Aber es tut mir leid, in Amerika zum Beispiel begehen die meisten Gewaltverbrechen. Es tut mir leid, die Statistik lügt nicht. Also es werden, glaube ich, zwar mehr Gewaltverbrechen von Weißen verübt, aber die Schwarzen sind eine geringe Bevölkerungsdichte und prozentual begehen mehr Schwarze in sich in der Gruppe Verbrechen als weiße Personen in Amerika und das ist ein Problem, was adressiert gehört und deswegen gelten die Wohnbereiche, wo halt viele solche Menschen leben, halt auch als gefährlich und ich kann das schon nachvollziehen. Aus einer Statistik macht das Sinn. Aus einer Statistik macht das absolut Sinn. Und ich finde, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Wenn die nun mal tendenziell gefährlicher sind, gehören sie tendenziell auch mehr überprüft. Fertig, meine Meinung. Aber das darfst du heutzutage so nicht mehr sagen. Political Correctness war von Anfang an Mist. Die hatten eine gute Intention, aber haben es absolut verhunzt. Das sag ich dazu. Und das ist halt nie irgendwo hingekommen, weil sich das total selbst verlaufen hat. Weil die halt Probleme damit haben, Dinge anzusprechen, die sie selbst gerne ansprechen würden, weil sie es halt selbst gar nicht dürfen in ihrer Political Correctness. Halt aus Gründen wie dem, den ich eben... Nimm das mit, Mario. Nimm das mit. Ja, danke. Ja, ich bin tot wahrscheinlich. Ja. Nein, ich lebe noch. Oh. Nee, und das ist halt meiner Ansicht nach ein großes Problem. Und das gehört definitiv adressiert. Immer dahin, wo die Münze ist, ne? Ja, das ist in Ordnung. Okay. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren, bevor ich weiter rante über so einen Scheiß. Nee, aber es macht mich halt ein bisschen sauer. Es macht mich immer sauer. Weil ich verstehe es nicht. Also, wenn halt Begriffe und so gar nicht behaftet gemeint sind und so weiter, wieso muss man alles so super überkorrekt machen, damit sich auch jeder Letzte noch wohlfühlt? Das Leben ist nun mal keine Wohlfühlgesellschaft. Damit muss man leben. Ich meine, wenn ich irgendwie von irgendwem beleidigt bin, weil ich denke, oh, das könnte jetzt aber schon nicht so freundlich gewesen sein, dann spreche ich das mit der Person persönlich aus. Und, oder ich lasse es halt und dann reg ich mich aber auch nicht auf. Also ich muss halt selber damit klarkommen dann. Ich muss nicht alles gesugarcoated haben im Leben. So funktioniert das Leben auch nicht und so kommt man auch nirgendwo hin, weil man sich mit Debatten aufhält, die gar keine Debatten sind. Aber was willst du heutzutage machen? Wenn es nun mal so ist, dann ist es so und dann kannst du da auch nicht mehr wirklich viel gegen tun. Weil das ist halt Normalität an dem Punkt. So, ist hier irgendwas? Nee, das sieht nur schön aus. Ich hoffe einfach, das Ding hat kein Secret Exit. Na Chuck, wie geht's? Oh, sind Seid da drei Tote. Ich versuche mal hier hochzufliegen. Hallo? Nee. Sieht nur nett aus. Ich versuche es hier mal am besten nicht mit Fliegen. Na? Wie geht's? Alles gut bei dir? Aber dieses Scroll im Hintergrund macht mich irgendwie so ein bisschen nervös. Ich weiß, auch nicht. Das ist irgendwie... Sowas ist immer relativ schlimm bei mir. So, tschüss. Lasst ihr das jetzt mal? Ich sagte, lasst ihr das jetzt mal? Ja. Du auch mal weg. Das hier ist bestimmt relativ lästig, wenn man keine Feder hat. Gut, dass ich eine habe. So, und dann machen wir das mal so. Hohoho. Ich habe mich doch gedreht. Warum hat er das getroffen? Jetzt muss ich das hier ohne Feder machen. Wie gesagt, relativ lästig.
So. Verflixt! Ja, dieses ganze Safe Space-Zeug verstehe ich auch nicht. Du brauchst, wenn du in der Öffentlichkeit bist, dann hast du keinen Safe Space, wo jemand was nicht sagen darf. Weil meiner Ansicht nach, ja, Meinungsfreiheit und so schön und gut und so weiter und das dann halt Leute irgendwie so, das geht dann einfach nicht. Weil in dem Punkt, wo du mit deiner Political Correctness jemand anderes in seiner Meinungsfreiheit und so einschränkst, weil der ist ja auch nicht nötigerweise alles genauso sieht wie du, bist du halt überkorrekt und solltest das halt so nicht mehr sagen dürfen. Also was heißt nicht sagen dürfen? Du sollst das selbst auch so sagen dürfen. Die können ruhig sagen, dass sie beleidigt sind und irgendwas nicht toll finden, aber die müssen es halt auch mal so hinsehen, dass andere Leute das vielleicht nicht so sehen und dass andere Leute dann halt vielleicht auch mal eine andere Meinung haben und die auch öffentlich sagen dürfen. Das ist heutzutage aber nicht mehr gegeben. So müssen halt auch rechten Politikern, wie den Leuten von der AfD, eine Plattform in Deutschland geboten sein, weil das sind immer noch Menschen mit einer Meinung. Das mag jetzt nicht die beste Meinung sein und zum Großteil auch ziemlich bescheuert, aber ja, das habe ich ganz toll gemacht. Die müssen halt trotzdem wahrgenommen werden und dürfen auch sagen, was sie sagen. Außer es ist verfassungswidrig. Und mit verfassungswidrig meine ich halt wirklich so Nazi-behaftet etc. Aber ansonsten muss das auch ernst genommen werden, auch wenn das politisch absolute Grütze ist. Weil ist halt so. Wobei man halt sagen muss, dass mit dieser ganzen Geschlechterdebatte und der Political Correctness und so geht eigentlich auch ziemlich Hand in Hand, ne? Diese ganzen verschiedenen Geschlechter, die es da gibt, damit Leute sich wohlfühlen, sind ziemlich das gleiche, wie das mit den Safe Spaces und so. Und ich bin da auch der Meinung, schön und gut, wir sollten auch Transsexuelle und so weiter respektieren. Ich habe auch gar kein Problem damit, wenn jemand als Frau oder als Mann geboren wurde und dann doch eigentlich sich als das andere identifiziert und sich umoperieren lässt und das auch durchzieht. Absolut kein Problem. Kein Problem mit Homosexuellen, Bisexuellen, sonstigen, was weiß ich, Pansexuellen nehme ich noch hin, von wegen ich definiere das allgemein nicht übers Geschlecht. Aber dann zu sagen, ja, es gibt da noch ein drittes Geschlecht und so weiter, ja, das finde ich ein bisschen... Ich meine, andere anzukreuzen, während man gerade in einer transsexuellen Transition und so weiter ist, finde ich auch in Ordnung. Gar kein Problem, wenn man dann andere ankreuzt oder sich hier nicht so weiter... Aber ich finde es halt seltsam, dann halt noch alles hier so überspezifiziert haben zu wollen, bei Dingen, die gar nicht existieren. Also, für mich ist das was Biologisches, wenn du das halt nur klassifizieren musst auf einem Stück Papier. Nicht, wenn es irgendwie darum geht für dich selber. Ich meine, ich kann ja auch sagen, ich bin jetzt ein Wolf oder so. Das ist ja schön und gut. Dann sage ich das ja, aber... Ja, genau, ein Dritter, Twitter sind auch ein Ding. Ja, das will ich ganz mal rausnehmen. Ich rede jetzt gar nicht von genetischen Deformationen. Ich rede jetzt wirklich von Leuten, die ganz klar vorher zu identifizieren waren. Und sich dann aber als was anderes identifizieren. Das ist problematisch. Wenn jetzt da irgendwer mit zwei Geschlechtsteilen oder mit falschen Chromosomen oder sowas geboren ist, dann soll man da halt eine Sonderlösung finden. Über solche Leute rede ich gar nicht. Ich rede über solche Leute, die zum Beispiel einfach als Mädchen geboren wurden, ja, und dann 14, 15 Jahre alt werden und sagen, ich bin jetzt, was weiß ich, Otherkin, identifiziere mich als sonst die was, also als Katze oder so, und bin dann halt, was ist Sexualität, jetzt mal dahingestellt, aber identifiziere mich dann als so und so Geschlecht, was gar nicht existiert. Und meine Pronomen, da muss man sich noch extra Wörter ausdenken, die dann auch bitte jeder zu berücksichtigen hat, sind dann Xe und Xim. Und das muss auch wirklich so in meinen Sätzen drinstehen, weil ansonsten fühle ich mich nicht ernst genommen. Und solche Leute finde ich halt dann schon relativ befremdlich. Und dann sagen die, das tut ja keinem weh, das tut der Bürokratie weh und es tut halt allgemein auch weh, das halt so zu klassifizieren, weil da auch überhaupt gar keiner mehr durchsteigt. Und wenn man dann halt einfach sie als, was weiß ich, so anspricht, wie sie halt auf dem Papier steht, ist das halt auch nicht recht und dann beleidigend und so weiter. Und das verstehe ich halt nicht, weil tut mir leid, wenn du halt allgemein den trotzdem als Frau durchgehst. In der Gesellschaft ist das halt auch einfach so. Dann ist das halt einfach so. Du kannst dich gern umoperieren lassen von Frau zu Mann, von Mann zu Frau und so weiter und das auch gern ändern, wie das halt auch so möglich ist. Gar kein Problem, aber erfind doch nicht irgendwas. Schon wieder Reznor? Bitte nicht schon wieder Reznor. Was ist das jetzt hier? Scrolli! Scrolli! Na, Wimpy? Scrolli, Scrolli, Scroll! Da fällt mir ein, dass Scrollern eigentlich ein echter Name ist. Ach ja, jetzt krieg ich meine Feder nicht. Ganz toll. Mhm. Wahrscheinlich muss ich gleich noch da drüben einen Boss besiegen. Ach ja, klasse! Lass dir mit deinem Knochen halt so viel Zeit, dass ich da nicht mehr durchspringen kann. Super Nummer! Ganz super, klasse. Na, ich hätte, würde sie lieber mit einer Feder machen. Ich schau mal, ob ich es so hinkrieg. Ja, dieser Bossabschnitt, der schon wieder kein richtiger Bossabschnitt ist, der geht mir auch gerade schon wieder irgendwie so ein bisschen auf den Senkel.
weil ich hasse dieses "Du rennst jetzt durch einen langen Gang der Scroll, das ist jetzt ein Boss." Nein, ist es nicht. In keiner Welt ist ein dummes Autoscroller-Level ein Boss. Tut mir leid, aber nein. Und das hatte dieser Hack Needs a Name Hack, den wir vorher gespielt haben, in jedem Boss-Level. Das war immer der gleiche Scheiß. Und jetzt müssen wir das hier schon wieder machen. Tut mir leid, dass ich da gerade echt keine Lust drauf habe. Jawoll, 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 jawoll. Ja, so war das gut. So gern öfter. Dann hier jetzt auch mal die Flamme weg. Wie ist der jetzt nicht gestorben? Ach! So. Ich verstehe das auch manchmal mit den Hitboxen in diesen Mario-Hexen nicht, ne? Okay, okay. So ist das gut. Rüber. Gibt's hier nochmal ein Power-Up oder wie sieht das aus? Wie sieht das aus? Jawoll. Dann kann man das vielleicht noch schaffen. Ja, also es gibt auch wirklich ganz komische Gesetze zu. Ich meine auch diese Political Correctness Gesetze in, wo ist das jetzt, Schottland oder so? Wo man, wenn man irgendwen nicht, wenn man irgendwen hier bullied oder so, Hate Speed, ach, ich kann mich nicht ducken um diesen Knochen, ich muss drüber, ach, ist das scheiße hier. Wenn man den irgendwie Hate Speech oder gemein zu dem war, also so richtig auf dem Schulhof so, von wegen, der ist voll blöd, ich mag den nicht, dann ist das strafbar und das kann im Knast oder so enden heutzutage und das ist echt seltsam, weil früher hat man das noch unter sich ausgemacht, da hat auch keiner einen gebraucht, der einen an die Hand nimmt. Ich meine, klar, sollte man gegen Bullying und so vorgehen, aber was da halt teilweise jetzt vor sich geht, also auch wirklich, wenn einem eine Meinung nicht gefallen hat oder jemand sich da nicht respektiert gefühlt hat oder so, auf politischem Correctness-Level, dann muss man da irgendwas machen oder... Hä? Die haben da jetzt eine eigene Polizeitruppe für. Müsst euch das mal angucken. Das ist richtig dumm. Das ist wirklich richtig dumm. Die nutzen ihre staatlichen Gelder für so einen Schwachsinn, während sie echte Probleme haben, die sie nicht adressieren. Tut mir leid, ich reg mich auch gerade viel zu sehr auf. Da habe ich gar keine Konzentration für den Scheiß hier. Zu viel Hugo getrunken, ne? Aber Hugo schmeckt auch gut. Hugo schmeckt auch gut. Mit Limette und Holunder. Ja, ich glaube, wir werden zu alt. Ich denke, das ist alles normal heutzutage und das verstehen wir halt einfach irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man das noch umkehren kann. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen uns damit arrangieren. Ich meine, zur Not, wenn es dann in der Gesellschaft so ist, ich muss es ja nicht gut finden. Ich kann es akzeptieren dann, wenn es gesetzlich ist und so weiter. Ich muss es nicht gut finden. Ich werde auch irgendwie mit klarkommen, aber ich finde es halt einfach blöd. Und ich würde es auch schön finden, wenn man da irgendwie gegen vorgehen könnte. Aber das ist heutzutage, also was heißt heutzutage? Also jetzt allgemein, ach ja! Sie auf den letzten Drücker springen müssen und so ist auch scheiße. Hm. Ist halt auch nicht mehr so schön möglich. Na gut. Holen wir uns mal noch ein Power-Up. Und ein paar Leben. Das Problem ist ja, man sagt, ich verstehe es nicht mehr und so weiter. Wenn man es erklärt kriegt, ich habe es ja schon öfter erklärt gekriegt, ich finde es trotzdem nicht gut. Ich finde diese Argumentationsketten, die sie führen, einfach unlogisch. Und das sage ich als Mathematiker. Also, ich mache den ganzen Tag nur logische Zusammenhänge. Also, das ist alles viel zu emotional belastet und die sagen es... Die sagen halt teilweise, Fakten existieren, weil sie emotional beleidigt sind. Sowas wie, ich fühle mich schlecht damit und deswegen ist das so. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, ich fühle mich beleidigt dadurch, dass Wackelpudding nur in Rot und Grün existiert, weil meiner Ansicht nach Wackelpudding immer blau sein sollte und wenn Wackelpudding nicht blau sein kann, dann sollte der rote und grüne Wackelpudding auch so nicht existieren. Dann müsste ich da jetzt politisch gegen vorgehen, nach deren Logik. Aber nein! Da gibt's halt keinen blauen Wackelpudding. Und wenn ich welchen will, koche ich mir halt welchen. Und das ist halt wirklich die Argumentationssparte, die die führen. Auf politischem Niveau, natürlich mit ernsteren Themen etc. Aber es ist trotzdem einfach nur dämlich. Wirklich, wirklich dämlich. Aber was soll's. Es tut auch nicht weh, ist auch so eine Sache. Ich akzeptiere es ja, ich lasse die auch machen. Aber... ich sag denen dann halt, wenn sie drüber reden wollen, genau meine Meinung. Also, ich akzeptiere es, ich lasse die Leute auch leben, leben und leben lassen. Die lassen mich ja auch Samstagabends wütend in meinem Zimmer sitzen und sagen, njam, 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 Ornstein und Schmauck sind voll scheiße. Ich sag ja da auch gar nichts gegen im Sinne von, dass sie das nicht machen dürfen und so weiter. Ich will da auch niemanden den Mund verbieten und so. Ich finde es halt einfach nur komisch, was sich da für eine Kultur entwickelt hat. Und ich verstehe es nicht. Aber was soll's? Was soll's?
Hi Mario, schön, dass du da bist. Soll ich dich immer noch Mario nennen oder willst du jetzt lieber Akemi genannt werden? Also das ist mir recht, wie du das magst. Auf jeden Fall schön, dass du auch da bist. Wir machen hier gerade Mario und regen uns über Leute auf. Das ist also praktisch das, was wir schon seit Jahren machen. Chris und ich sind da ziemlich groß drin. Aber oh Chris, ne? Mein Front steht noch. Niemals vergessen. Ich habe dich dazu geurcht, diesen Hack auch mal zu spielen. Was bist du uns noch schuldig, dass du das hier mal machst? Ohne Safe States. Kannst aber gerne halt auch Leben farmen und sowas, ne? Mache ich ja auch. Absolut kein Problem, aber ich möchte, dass du diesen Hack spielst. Ich will das gerne bei dir sehen. So. Dann mal rein in den Autoscroller. Haha, wie lustig. Schauen wir mal. Nee, nee, Chris, das wird gemacht. Das oder Ornstein und Smaug? Ah, am besten beides. Ich meine, Chris, dein Fips Run steht noch. Wir müssen Dark Souls mal weiter aufnehmen. Wann du da auch immer Zeit hast, ich bin bereit, mich da zu bespaßen, während du da die Krise kriegst. Ich meine, ich habe das Schlimmste hinter mir. Also es gibt nur noch eine Stelle, die ich mit der Keule als bedenklich empfinde, die dann auch auf uns zukommt. Aber auch die werde ich wahrscheinlich irgendwie überstehen. Alles andere, was ich sonst wirklich schlimm finde in Dark Souls, haben wir jetzt eigentlich schon mit dem Run hinter uns. Das ist ganz gut. Ja, ich finde es allgemein nicht gut, wenn Leute sich angegriffen fühlen wegen dem Äußeren oder so von Leuten. In dem Punkt muss ich ja mit Political Correctness und so auch einhergehen. Die haben ja einen guten Grundsatz. Die sagen ja auch, dass alle Leute respektiert gehören und so weiter. Das ist ja auch völlig richtig, aber die gehen halt zu weit. Die verbieten anderen Leuten trotzdem eine Meinung und den Mund, wenn sie halt irgendwas sagen, was nur ansatzweise irgendwie falsch klingt. Und die schreiben halt gewissen Leuten auch ein Vokabular vor und so weiter. Das finde ich komisch. Weil, es tut mir leid, aber zum Beispiel Wörter wie Vaterland dürfen ja wohl noch existieren. Das hat nichts damit zu tun, dass wir in einem Patriarchat leben und dass Frauen nicht respektiert gehören und so, dass es Vaterland heißt. Ich meine, es heißt ja genauso gut Mother Russia, da ist es Mutter. Und da beschwert sich ja auch keiner, hä? Es ist halt einfach nur komisch, auf was für Dingen sich manche Leute wirklich Probleme raussuchen, die halt für sie wirklich weltbewegend auch sind. Wo ist es bitte weltbewegend, wenn ich das Wort Vaterland benutze? Es tut mir echt leid. Das Wort existiert nun mal so. Hat so und so viele Jahre niemanden gekümmert. Warum ist das jetzt ein Problem? Ich verstehe es nicht. Weil das Patriarchat Frauen systematisch unterdrückt jetzt? Aber das ist... Also erstens denke ich nicht, dass Frauen in Deutschland wirklich so unterdrückt sind, wie es da dargestellt wird. Vielleicht irgendwo noch Nachteile und so. Ja klar, die sollte man ausbügeln. Genauso haben Männer noch Nachteile. Zum Beispiel Sorgerecht. Es gibt viele, viele Männer, die einfach nie das Sorgerecht kriegen für ihre Kinder, obwohl sie es eigentlich sollten. Geht es eigentlich weiter? Nee. Weil sie halt definitiv der bessere Erziehungsberechtigte für das Kind wären. Aber tendenziell geht das Sorgerecht immer letztendlich zur Mutter. Das sind halt auch so Dinge, wo so Väter oder Männer benachteiligt sind. Das existiert auch. Das muss genauso adressiert werden, wie die Probleme, die Frauen noch haben. Ich will gar nicht absprechen, dass Frauen nicht noch Probleme im Leben haben. Quatsch. Aber es gibt halt wirklich Dinge, wo man halt sagen muss, ja, wir müssen halt jetzt mal schauen, ne? Was macht man? So, nicht nur speichern, das ist gut. Und das ist halt immer ein bisschen schwierig, da halt genau den Mittelweg zu finden. So, wollen wir einmal Fahrstuhl des Grauens probieren. Einmal machen wir das noch und dann hören wir auf hier erstmal. Einmal Fahrstuhl des Grauens. Ja, das Problem an diesen Argumentationen von den Leuten ist halt wirklich, du hast zu akzeptieren, was die sagen, aber die haben nicht zu akzeptieren, was du sagst. Ja, genau, Nili, da hast du völlig recht. Niemand nimmt von Frauen vergewaltigte Männer ernst, außer es besteht eine Penetration. Dann schon. Also wenn die Frau ihm irgendwas richtig in den Arsch geschoben hat oder so, pardon. Aber dann schon. Aber nicht, wenn eine Frau einen Mann halt toppt. Also praktisch ihn ganz normal reitet, wie halt so Reiterstellung, ne? Und der Mann das aber gar nicht wollte, dann ist das keine Vergewaltigung und der Mann sollte sich doch glücklich schätzen, weil er hat ja Sex gekriegt. Und das ist absolut lachhaft. Und ja, das nimmt heutzutage auch keiner ernst. Und das ist halt auch ein Problem. Das nehmen halt teilweise nicht mal solche Leute ernst. Und das ist traurig. Das ist wirklich einfach traurig. Das ist sexualisierte Gewalt und die ist an Männern halt einfach irrelevant. Gut, hi Gaudi-Mann, schön, dass du da bist. Wir machen hier noch schön Mario erstmal, später vielleicht noch Stardew Valley. Bei Matti geht ja heute Abend Demon's Souls, aber ich habe heute wirklich nochmal die Zeit von selbst zu streamen. Da musste ich die leider auch ergreifen, weil ich habe echt Lust. Vielleicht schaue ich da später nochmal rein. Weiß nicht, wo du lieber sein willst. Also schön auf jeden Fall, dass du erstmal hier bist. Wir machen jetzt hier erstmal schönen Scrolle rein. Das Level hier ist richtig eklig. Aber ich habe jetzt wieder ein paar Leben und durfte gerade speichern. Also ist das vielleicht regelbar. Sehen wir dann gleich. So, hier mit der Feder ist das definitiv ein bisschen entspannter. Vor allem das jetzt hier ist mit der Feder schön. Mit der Feder ist das hier wirklich machbar, denke ich. So, dann mal in die Mitte. Gut. Blub, blub.
alles ein bisschen stressig, aber machbar. Stressig, aber machbar. Nicht wahr, nicht wahr, nicht wahr. Wäre auch schön, wenn ihr das alle nochmal auf Twitter teilen könntet, dass wir hier gerade streamen. Ich habe da wieder schön eine Ansage rausgehauen, aber wäre halt immer schön, wenn das auch mal jemand retweeten könnte. Das freut mich dann immer sehr, weil dann auch ab und zu mal ein paar neue Leute aufspringen. So haben wir halt die meisten neuen Leute für den Stream begeistern können, wenn ihr da auch mal mithelft. Das freut mich immer sehr, wenn ihr das macht, aber ich will euch da halt auch nicht zu sehr zu drängeln. Ich zwinge natürlich keinen, aber es wäre immer sehr schön. Freut mich auf jeden Fall, auch wenn vielleicht mal irgendwer seinen Freunden sagt, ja, heute Abend ist Stream, schaut doch mal rein. Falls die auch Interesse an solchen Spielen haben. Ups. So, wie sieht's denn jetzt aus? Wie weit sind wir denn? Ja, jetzt schön mittig halten. Oh, 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 das wird knapp. Ich dachte, der kriegt mich jetzt. Ja, das sieht nach das sieht nach letzter Welt aus, aber glaub mir, da kommt noch was. Der Hack hier, der fährt am Ende richtig auf. Also, der lässt gar nicht mehr locker. Da müssen wir wirklich schauen, dass das hier noch ein bisschen besser wird. Und das ist zwar hier Bowser-Welt, aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass es danach noch weitergeht. Wenn man im Bowser-Schloss war. Weil Bowser hat ja diese komische Maschine gebaut und die werden ihm richtig in den Arsch aufreißen, die Maschine. So, das ist jetzt der letzte Versuch. Danach hören wir erstmal den Part auf. Machen kurz Pipi-Pause und dann machen wir weiter. Einmal so. Hoppidopp. Ich werde jetzt diesen Panzer nutzen, um eine Maschine zu bauen, die Bowsers Maschine kaputt macht. Ich nenne diese Maschine... Ach! Blödes Anecken, ey. Mach doch meinen, diese Stacheln sind spitz nach oben zulaufen. Wenn du die Kante berührst, bist du tot. Ah, soll's. Ah, nächstes Mal haben wir jetzt auf jeden Fall alles geschafft, was wir bis hier machen konnten. Das heißt, dieses Level ist die einzige Wahl, was ich noch spielen kann. Dann machen wir dann beim nächsten Mal weiter für alle auf YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tüdelü.